Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Warframe zusammen mit Markus, Boris und Osalein, irgendein Random, der uns in der Lobby gejoint hat. Hallo. Heute bin ich mal wieder mit meinem Volt dabei. 3 Volt halt oben. Ja, ich jetzt auch ein bisschen umgemoddet. Der haut jetzt auch ziemlich rein. Lauter Befallene. Ja. Ich denke, wir müssen wieder durch so ein Portal gehen. Das haben die wahrscheinlich mit ins Void gehen gemeint. Dass wir wieder durch so ein Portal durch müssen, mit Void-Schlüsseln und dem ganzen Scheiß. Ja. Wo ist eigentlich mal... Achso, jetzt habe ich wieder meinen Shade dabei, genau. Hier habe ich ja meinen Shade dabei. Irgendwie ist man bei den Gefallenen einfach besser dran, wenn man einfach nur mit Nahkampf arbeitet. Ja, und mit Flammenwerfern. Feuerwaffen. Ja, aber ich bin mit dem Nahkampf tödlich schneller als mit jeder Waffe. Mit Laserwaffen. Ja, da ist das Portal. Aber hier auf Phobos habe ich es auch noch nie gesehen. Ich habe es immer nur auf der Orokin-Station gesehen. Oh, das Portal ist offen. Ach, die müssen es diesmal gar nicht umholen. Nein. Oh. Und ich wurde rausgeschossen wieder. Ja. Ne, ich nicht. Bin drin. Wahrscheinlich, weil er einfach direkt wieder reingeschlagen wurde von den ganzen Monstern vor der Tür hier. Ja. Alter. Na, ob wir hier die Drachentür finden? Vielleicht. Falls sie einer von euch findet, wegzusetzen. Ja, ich habe eh keinen Schlüssel dabei. Ach, stimmt ja. Da war ja was. Ein Schlüssel dabei. Da war ja was. Oh, oh, oh. Oh, mein Hund hat einen Schrank geöffnet. Ah, ich hab die Tür gefunden. Was, die Drachentür? Ja, ich hab sie gefunden. Mach mal Wegpunkt hin, damit ich mal weiß, wie die aussieht. Hast du nicht schon gesehen? Gelöschter. Wessen wäre das? Meiner. Oh Mann, Boris. Ah, nee, nicht mein. Meiner ist der Fallende. Gelöschter ist, Was macht der? Warte mal. Oh, wo kommt der? Deiner ist der Langsame. Bei dem muss es, Schaden. Genau. Genau, der Schaden. Ja, dann wäre das theoretisch der von Crusher, oder? Ja, aber der hat er noch nicht. Ja, das müssen wir mal machen, wenn wir wieder alle zu viert spielen. So. Ja, wenn wir zu dritt machen, muss es auch eigentlich gehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass... Dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir den falschen Schlüssel... Alter, was ist hier los? Elektrospulen? Ja, ja. Sind nur 75%. Ah. Wer ist tot? What, mein Hund, what the fuck, geht ab? Ja, keine Ahnung. Da lavert einer, aber die Bildübertragung... Alter! Wow. Ja. Lol. Boris, du musst uns retten. Mhm. Über. Mein Hund ist tot. Ich. Boris, du bist echt an mir vorbeigesprungen und dann verreckt. Ich. Boah. Ja. Was ist das? Nee, ich bin nicht vorbeigesprungen an dir.
natürlich. Wer liegt am Boden? Ach, das ist Boris. Sven. Alle. Sven ist mitten in der Spule. Da kann ich dir nicht helfen. Nee, ich bin schon lang tot. Ja, aber wo ist schon? Ja, zwei sind tot. Aber der ist allein. Alter, Bursch, du kriegst eh immer vier. Ja, eben. Alter! Oh, das sind nämlich. Ich hab mich wieder belebt und bin einfach instant wieder in so einer Spule gewesen. So. Ja. Die müssen wir töten, oder? Ja. Was sind das? Keine Boiler. Ah, keine Boiler. Und was können die Tolles? Nichts. Keine Ahnung, Boiler können nichts. Die sind echt schlecht. Die machen halt diese komischen hässlichen Dinger da immer, ne? Ich glaube, die liegen Eier. Ja, eben. Das ist, aber die Eier haben wir so schnell wieder verprügelt. Müssen wir mit denen irgendwas tun? Ne, oben ist noch irgendein Ziel von uns. Ne, unten. Ausgang. Dick mal down. Hä? Wir müssen noch tiefer. Ah, hier durch. Hier unten ist so ein Kanal. Wieder einer. Kann er nicht hoch, Alter. Ich glaube, der wird wieder gerüstet. Ja, und ist noch so einer. Also die hier machen schon gut Damage, ah, die sind ja auch alle um die Stufe 20, okay, da wundert mich nichts mehr. Ja. Nach oben. Ja, wir müssen nach oben. Der Baum der Wahrheit. Hab ich im Stich gelassen. Ja. Ist auch gut so. Wir sind jetzt schon wieder raus hier aus dieser schönen Dimension. Das hat mir eigentlich gefallen. Leute befallen und jetzt hier gewinnen hier. Yo. Ja, weil die gemerkt haben, dass sie eingebrochen sind. Oh, Punch ist der Eskimos. So. Damage, aber kann leben. Oh, wow, das sind hier viele. Oh, Esserdolch-Blaupause und Orokin-Beschleuniger-Blaupause. Gut so. Das war jetzt die Belohnung für die Quest, oder was? War das das letzte? Hm.
Ah, jetzt verstehe ich, dass ein Orokin Dings drinnen passiert ist. Das war ein bisschen verwirrend. So you're saying there was no treasure? No cure for Tlongia syndrome? No lost tenocephalon? Ordo, there was nothing. That really is a shame, Maroon. I'm sorry. Nah, I'm used to it. When you don't run with any of the major factions or syndicates, the big paydays are few and far between. I'll manage. Listen, I can't say it hasn't been fun, but with the arcane codices gone, I think it's safe for me to venture back out into the wild. See ya, tin suits. Naja Leute, ich würde sagen, an der Stelle haben wir dann gestohlene Träume vielleicht durchgespielt, dann ja, schlussendlich ist für uns nicht wirklich viel dabei rausgesprungen. Yes. Aber doch zwei coole Sachen eigentlich, weil die Beschleuniger und auch die was war das andere, die Waffe ist natürlich geil, Esserdolche. Die werde ich mir gleich mal bauen, damit ich weiß, dass die Waffe neu war, und ich werde mir auch gleich nochmal den Beschleuniger bauen. Wo auch immer der jetzt schon wieder ist. Oh, okay, Beschleuniger herstellen. So, dann haben wir die zwei Sachen hier auch wieder im Bau. Und damit, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge Warframe. Bis dahin, servus und ciao. Ciao. Macht's gut.